Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem neuen Spiel, das sich ebenfalls, so wie in Between, mit dem Tod beschäftigt. Und wie ihr seht, ist da auch schon meine erste Figur gestorben. Ich spiele Ritter. Und um genau zu sein, spiele ich Junkier Ike Kuhn III Esquire. Und er versucht hier links rüber zu kommen, er schafft es aber nicht. Und dann kommt The Charming Prince Claudius Walker und stirbt leider auch. Und der nächste geht auch gleich drauf. Aber der Uneven Grand Duchess Julia, eine Frau, die schafft es hier rüber auf den Kadavern ihrer Vorgänger. Leider stirbt sie dann aber auch, weil sie so blöd war, zurückzugehen. Aber The Graceful Dame Doreen Schlesinger Regina, die schafft es, zum Monster zu gehen und gefressen zu werden. Es folgt Sir Red of Shirtington und der schafft es tatsächlich, hier zum nächsten Spawnpunkt zu kommen, aber auch er fällt den Stacheln zum Opfer und letzten Endes schafft es dann wahrscheinlich Prinz Vincent auf seinem Kadaver zum goldenen Pokal zu kommen und damit den Devil zu schaffen. Auf den Schultern von 7 seiner Kollegen. Ihr seht, dieses Spiel handelt nicht nur vom Tod, man muss darin auch sterben, um weiterzukommen. Und ich habe das Ganze schon mal eine ganze Weile angespielt, wie ihr seht. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, es zurückzusetzen, aber ich fange natürlich für euch von vorne an. Und da unten ist ein Monster. Hab's. Tschüss, Prinz Vincent. Es gibt nämlich in jedem Level 2 Achievements, die man kriegen kann. Einmal den Level zu schaffen natürlich, mit möglichst wenig Toten, und einmal vom Monster gefressen zu werden. Ich habe keine Ahnung, ob man damit was freischalten kann. Ist mir auch egal, es macht Spaß. So, bleibt das offen? Nein. Also muss ich schnell durch. So, und das hier. Ah, das ist zu schnell. Verdammt. Was kann ich tun? Naja, ich wüsste da schon was. Ich könnte hier den Happy Maxwell Payne, keine Ahnung, hab's gar nicht gelesen, töten. Und dann kann die nächste, die Margra rein. Pauline Regina. Kann dadurch. Ist Regina denn der Name? Ich weiß es nicht. Mit nur 2 Toten. Sehr schön. Und ihr seht, dieses Spiel ist herrlich erfrischend und anders. Und wenn man stirbt, ist es überhaupt nicht schlimm. Da links geht es leider nicht weiter. Tschüss. Im Gegenteil, man muss sterben. Es muss nur einer durchkommen am Ende. So, die Frage ist nur, Moment, erstens mal würde ich gerne getötet werden. Also gefressen werden von dem Monster. So, jetzt muss ich irgendwie... Ach so, ja, natürlich. Zack. Hep und... So sieht es nämlich aus. Der Spawnpunkt wird auch noch später ein bisschen wichtiger werden. Werde ja auch noch sehen, warum. Denn es gibt da verschiedene natürlich. So verschiedene Checkpoints. Was ist da unten? Was ist da unten? Na, komm schon. Der Tod. Okay. Ich meine, die Ritter können sich so an der Ecke festhalten. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, könntet sie das nicht nur an der Ecke, sondern auch an anderen toten Rittern. Ups, das war ein bisschen unnötig. Aber... So. Den Tod da könnte ich mir sparen. Will ich aber nicht. Denn ich will von dem Monster gefressen werden. Und es ruckelt ganz schön. Ich habe das Gefühl, die... Physik der toten Ritter verbraucht ganz schön CPU-Leistung im Hintergrund. Aber ich hab's geschafft! Yay! Und das waren gerade erst 3 Minuten. Meine Güte! Das Spiel geht ja schnell. Mal schauen, wie weit ich komme. So 10 Minuten hatte ich mir überlegt, so als Folgenlänge. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch zu lang oder zu kurz ist. So, ich muss hier das Feuer ausmachen, um da hochzukommen. Leider. Kann ich dann nicht erhoben, wenn ich da unten auf dem Dinger stehe. Deswegen muss ich hier sterben. So, wie komme ich rüber zu dem Monster? Von hier nicht. Vielleicht von hier? Nein! Vielleicht, wenn ich hier... Wenn ich... Ich hatte mir so überlegt, so hier so einen hinzulegen, weißt du? Und dann... auf den da drauf zu stellen und von da aus erstmal warten, bis die Säge weg ist. Und dann nicht vielleicht darüber. Nö, keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Egal. Hey, ich will da hoch. Töte mich. Sonst komme ich da nicht hoch. Vielleicht muss ich auch einen Turm bauen aus Toten. Das kann sein. Keine Ahnung. Muss ja nicht immer vom Monster gefressen werden. So, und hier fangen die Levels dann auch langsam schon mal an, ein bisschen komplexer zu werden. Das Fiese ist übrigens, wenn ich im Feuer sterbe, wollte ich jetzt nochmal zeigen, dann ist die Leiche halt leider komplett weg. Das heißt, das Feuer ist nicht so gut geeignet, um Leichen zu produzieren. Und andersrum auch gesehen, wenn Feuer auf eine Leiche trifft, dann verschwindet die halt wieder. Was für ein unnötiger Tod war das gerade. Ups. So. Dann gehe ich mal da hoch. Gibt's hier irgendwas? Nö, keine Ahnung. Nur ein Checkpoint. Das soll mir recht sein. Ach so, ja genau. Jetzt. Ups. Jetzt will ich hier nämlich wieder zurück. Aber nicht diesen Checkpoint hier aktivieren, denn ich will ja hier wieder spawnen. Ups, 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 ups. Ihr seht schon, dieses Spiel ist, obwohl es ebenfalls um Tod geht, ist das, deutlich freudiger und fröhlicher als In-Between. Ich finde dieses Spiel super. Ich habe das, keine Ahnung, wie ich es entdeckt habe, es war irgendein Zufall. Aber ich bin froh darum. Ich finde es toll. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist. Aber ich fand's super. Ich glaube, Steam hat es mir empfohlen. Vielen Dank, Steam. Ah ja, interessant. Guck mal einer an. So, jetzt, wie komme ich da rüber? Ich bräuchte ja unten eine Leiche, ne? Oder kann ich da einfach dran hochklettern? Weißt du? So? Der kann sich ja nicht festhalten. Mist. Na, das funktioniert natürlich, ne? Das sollte funktionieren. Wenn ich da nochmal einen hinpacke, müsste ich doch. Ups. Genau. Sehr schön, danke schön. Dass du mich frisst. Ich mag es, gefressen zu werden. So, aber dieses Spiel. Blödsinn. Das ist natürlich anders gedacht. Das ist natürlich, glaube ich, gedacht, um. So, jetzt kann ich halt in der Mitte sterben, aber jetzt nicht mehr. Jetzt falle ich da nicht mehr durch. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, dann liegt der da oben drauf. Und ich kann den dann hier abladen. Genau. Und dann kann Sirchon, der Inkontinent, der Sirchon, kann hier rüberspringen und den Level beenden. Ja, ich hatte zwei Spiele mir ausgesucht für nach In-Between. Aber ich muss sagen, das hier ist dann deutlich besser passend, oder? Wie seht ihr das? Also ich finde, das ist super. Das gefällt mir nicht, der Name. Princess Blondie. Ja, Princess Blondie gefällt mir, finde ich gut. So, jetzt brauche ich da hinten natürlich eine Leiche. Das Problem ist nur, wenn hier Princess Blondie ins Feuer kommt, ist Princess Blondie tot. Also nicht nur tot, sondern komplett weg. Von daher muss ich da jetzt Vorkehrungen treffen. So, wie komme ich da hoch? Dann müsste ich wahrscheinlich wieder so einen Turm basteln, ne? Aus Leichen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Deswegen gibt es hier auch kein Monster. So. Und der nächste Level. Hier ist zu. Verdammt. Wie kriege ich hier auf? Damit. Damit kann ich da öffnen. So, und jetzt will ich aber schnell da runter. Ich hab's geschafft. Das ist ja viel zu einfach. Nein, warte mal. Da muss doch irgendwo noch ein Monster sein, oder? Da ist doch. Ja, da oben. Guck mal. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hoch? Ach so, das wäre noch gar nicht geschafft gewesen, denn hier rechts gibt es ja auch noch.
Das war vielleicht nicht so klug. Okay, also was ich brauche ist... Ich brauche erstmal den Checkpoint, damit ich hier das Feuer ausmachen kann. Ich mache das Feuer aus, indem ich es blocke. So sollte das passen, genau. Und jetzt wird der da hochfahren und ich... Stell mich da! Verdammt! Nein! Nein! Verdammt. Ach, Menü. Dann mache ich das Ganze nochmal von vorne. Das hätte so gut geklappt. Das hätte so gut funktioniert. Ich will von dem Monster gefressen werden. So. Einmal hochfahren. Einmal sterben. Na, so viel dazu. Nochmal hochfahren. Nochmal sterben. So funktioniert das. Sehr gut. Nein! Halt dich doch mal... Ah! Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Gut, ist mir jetzt egal. Dann hat das Monster halt Pech gehabt und kann mich nicht fressen. So. Jetzt brauche ich den unteren Checkpoint. Warum? Damit ich da schneller runterkomme. Denn ich werde jetzt nicht da runterlaufen. Nein, ich werde sterben. Und einfach neu spawnen. Und... Oh, das hier ist, glaube ich, auch schön. Ich mache hier einfach mal so ein paar hin, ne? Für alle Fälle. Boah, okay. Der erste hätte gereicht. Aber sterben macht so viel Spaß. Komm ich darüber? Nope. Von oben würde ich darüber kommen, aber da springe ich halt nur an die Stacheln dran. Komm ich da? Wenn ich das Ganze anhalte vielleicht? Nee, ne? Ah, so. Natürlich. Hey. Ich kann ja den, nee, warte mal. Das ist ja... Was mache ich denn hier? Was tue ich denn hier? Verdammt! Ach, guck mal, da unten ist ja eine Plattform, die hin und her fährt. Also, was muss ich hier tun? Ich muss hier ein paar Leichen drauflegen. Und dann muss ich draufgehen. So, also ich baue mir hier so eine kleine Plattform. So mit zwei, drei Rittern. So ungefähr. Dann müsste ich da doch drauf können. Ja. War doch jetzt nicht so schwer. Hep. Und geschafft. Und der dysfunktionale Erzbischof, keine Ahnung, hab den Namen nicht ganz gesehen, hat das Level beendet. Sehr schön. Da komm, den einen schaffe ich noch. Da komme ich quasi her. Oh, schöne Schatteneffekte. Da oben ist das Monster. Seht ihr es? Da oben. Über der Brücke. So, komm mal her. Nein! Machen wir das mal so. So gefällt mir das doch schon deutlich besser. So. Machen wir das mal so. Und dann müsste ich doch... Genau. Oh, komm. Hab's. Da wurde er gefressen. Oder sie. Keine Ahnung. So, was brauche ich hier? Ich brauche hier... Ich glaube, ich muss da sterben. Komm erstmal runter, du Brücke, du. Nein! Komm runter und dann... Bleib unten. Genau. Wobei, war das richtig? Hm. Ja, wieder hoch. Geht das überhaupt so? Na, geht das so? Ups. Nein, das funktioniert so nicht. Okay. Ich muss den Level leider neu starten. Ich muss zuerst unten den Schalter betätigen. Also gut. Das Ganze aber von vorne. War ja nicht so schwer. Hey! Eric Jones, stell dich nicht so an. Oh, komm schon. Deine Vorgänger hat hier deutlich besser getroffen. Junge! Kannst du nicht zielen? Was bist denn du für ein Ritter? Ritter können auch mit Waffen umgehen. Habe ich das einfach so gemacht? Bin ich das einfach? Bin ich einfach von hier? Ja, bin ich einfach. Okay, alles klar. Keine weiteren Fragen. Habe ich versaut. Sorry. Ich gelobe Besserung.
Ah, kann ich da noch weiter runter? Ja, das wird natürlich ein noch schönerer Sprung. Und da bin ich wieder tot. Und da kommt Gina Carter. Gina Carter. Miss Carter, zeigen Sie uns doch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Also, zuerst übernimmt mein Nachfolger. Mein Nachfolger namens Gui oder Guy oder wie auch immer, keine Ahnung. Der sich natürlich aufopfert, damit mein Nachnachfolger, der grantige Landgraf Andrew Faust, sich ins Ziel begeben kann. Ja, so ist das. Während andere Spiele machen, in denen man einmal ganz lange stirbt, stirbt man hier einfach immer und immer wieder, damit einer es am Ende schafft. Ja, so sieht das aus. Ich mag dieses Spiel. Schreibt mir nochmal einen Kommentar zu und ich glaube, ich werde hier trotzdem gleich die zweite Folge aufnehmen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.